So. Mal sehen, welcher Adi uns in 51 Sekunden wieder beehrt. Kommen wir bei der nächsten Folge. Diesmal halbstündige Folgen. Machen die das überhaupt? Ja. Aber ich könnte ja trotzdem mal vergrößern. Geld haben wir. Muss ich nicht immer knapp neben die Schlangen klicken? Es ist Zahltag. Und noch ein weiterer Teleporter. Zahltag. Das ist total in Ordnung, aber wir graben jetzt noch ein bisschen weiter. Aber man weiß ja nie, was noch unter der Erde... Sandorn Vegan war ein gefürchteter Krieger und gerade auf dem Weg zu Joffreys Hochzeit. Das unachtsame Böse würde vor seiner starken Armee auf der Hut sein müssen. Dennoch durfte er unter keinen Umständen die Hochzeitsgesellschaft erreichen. Klar. Kriegen wir natürlich hin hier. Wo ist er denn? Weg von unserer Haustür wieder. Alles klar. Da würde ich mal auf ihn mit Geschrei sagen, ne? Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Spinnen. Wie geht's dir denn, Platten? Alles gut? Ja. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Oh, wieder? Eklig. Ah, die Zauberer. Sandorn Vegan hatte seinen letzten Tee geschlürft und lag wie ein geprügelter Hund am Boden. Abermals triumphierte das gewaltbesessene Böse. Okay, das heißt, wir müssen jetzt unbedingt noch die Spinnen hier erledigen. Und wir können noch ein paar neue Kreaturen holen. Weiß doch nicht, was ich hole. Ah, ich wollte noch was aufleveln, ne? Ah, ich level mal was auf. Liegt bewusstlos am Boden? Oder sind die auf dem Teleportern? Dann schnappen wir uns bei diesen hier. Der levelt jetzt mal auf. Und wir brauchen noch eine Schlange, die auflevelt. Das machen wir zuerst. Bevor wir andere Dinge machen. Was ist hier gerade eingestellt? Haben wir mal. Okay. Eine größere. Das ist mir eigentlich egal. Ich weiß nicht, ob ich Eingaben brauche. Ja, das ist doch nice. Das nehmen wir mal mit. In der Zeit esse ich mal wieder was, weil wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wo ist denn hier nochmal die Schmiede? Ja, ich meine die... Da ist da. Karl Franz von Reichsland war auf dem Weg, um Joffrey zu seiner Hochzeit zu gratulieren. Besonders bekannt war er für seinen Kriegshammer. Verstanden? Kriegshammer. Versteht ihr nicht? Naja. Egal. Haltet ihn auf. Alles klar. Nein. Das wollte ich nicht, aber ich wollte einige weitere Kessel aufstellen.
Er ist oben. Das ist ja noch ganz human hier. Den einen Typen lasse ich mal schmieden. Das ist die obere. Was ist denn das hier? Ach, Spinnen! Okay, die sind sogar geschützt von einem Wizard wieder. Das ist die Wizardos als erstes. Hinterher, Leute. Habe ich die noch in der Hand? Karl Franz von Reichsland hatte der Horde wenig entgegenzusetzen und wurde vom Chaos geschlagen. Das wird ihn lehren, sich in ein anderes Fantasy-Universum einzuschleichen. Okay, jetzt wird's nochmal, jetzt kommt noch irgendein Typ. Zahltag. Aber es gehen jetzt erstmal meine Kreaturen wieder zurück, weil wir müssen ja immer hier die ganzen Spinnen jetzt erstmal erledigen. Den bestimmt auch wieder den Kappes. Erstmal wirst du jetzt hier trainieren gehen. Und zum Spaß und zum Training können wir noch ein paar andere Geräte aufstellen. Aber wir haben zu wenig Geld. Das ist hier. Aber ich schaffe es noch nie. Mit einem entsetzten Gesichtsausdruck bemerkte das ultimative Böse, dass alle Hühner seiner Hühnerfarm verputzt worden waren. Was sollten seine Kreaturen jetzt nur essen? Moment, Hühner? Das ist ein anderes Spiel. Hab ich verwechselt. Woher das nun kommt, schreibt es in die Kommentare. Die zwei Leute, die sich sowieso mein Kram hier anschauen. Gold, Gold, Gold. Aber hier wird schön gebraut jetzt mit meinen zwei Braukasseln. So, okay, Leute. Eigentlich möchte ich die jetzt hier hinten erledigen, ne? Muss ich noch kurz warten, bis sie sich alle Gold hier geholt haben. Ein weiterer Adliger. Hört das denn nie auf? Dieses Mal war es Marthas Enemenetil. Marthas trauerte noch um seinen Vater, der kürzlich unter mysteriösen Umständen gestorben war. Das ultimative Böse schwor, ihn alsbald wieder mit ihm zusammenzubringen. Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt brauchen wir auch auf jeden Fall mehr Kampfeskraft. Dann nehmen wir jetzt mal alle mit. Müssen den unteren nehmen und schnell sein. Ich glaube, der läuft nämlich schon. Super. Okay, los geht's. Marthas Enemenetil war bezwungen.
Wieder einmal hatte das ultimative Böse gesiegt. Moment mal, bewegt er sich noch? Nein, habe ich mich geirrt. Nicht, dass der am Ende als Untoter wieder aufsteht. Oh nein, hoffentlich nicht. Eben noch was schreiben. So, okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal die Spinnen kurz mal zusammenschlagen. Bitte erst die Spinnen. Vielleicht auch, wenn die hier sind. Alle sind erledigt. Hier oben sind noch ein paar. Das machen die Orks. Noch ein paar Hunde herbeigerufen. So, dann machen wir hier noch einen Schatzraum hin, weil ich so weit rennen muss, damit er schon mal eingesammelt werden kann. Hier auch. Das bauen wir ab. Perfekt. Hey, was ist denn jetzt hier nur? Ankunft in 5 Sekunden. Okay. Alles hat ein Ende. Auch der Tross der anreisenden Adligen. Der letzte von ihnen war auf dem Weg. Oberin Mattel hatte sich aufgemacht, um den Mörder seiner Schwester zu finden und verkaufte nebenbei drolliges Spielzeug. Beides würde ihm kaum helfen, denn das ultimative Böse hatte seinen Tod bereits besiegelt. Aha. Der eine Typ bleibt hier zum Schmieden. Sie ist wütend. Das es ist mit. Zahltag. Müssen oben rechts raus. Shit. Sind nicht alle dabei. Bin ich sicher, ob jetzt wieder ein paar stehen bleiben. Hier sind alle da. Wir müssen erst den Typen hier vernichten. Salat. Wir sind die Magier. Ich weiß nicht, was hier bei den Magier sind, aber ich glaube, sie sind schon tot. Der Riesentroll kann hier nicht Platz. Als Oberin Mattel zu Boden ging, entglitt seinen Händen eine interessante Spielzeugpuppe mit einem unrealistischen Schönheitsideal. Es wäre faszinierend gewesen, dies weiter zu verfolgen, aber das ultimative Böse hatte keinen Sinn für Spielzeug, sondern lediglich für Chaos und Zerstörung. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Stopp.
können direkt weiter hier. Wir stehen direkt weiter. Nehme ich hier noch was gegessen habe. Schließlich hatte die endlose Reihe von Hochzeitsgästen doch ein Ende. Die Feierlichkeiten im Schloss würden nun bald beginnen. Das hochzeitskraschende Böse vermutete, dass es ungefähr 6 Minuten dauern würde, bis sich die Hochzeitsgäste genug Mut angetrunken hatten, um einen Großangriff auf den Dungeon zu starten. Ich überlege, ob ich hier einbrechen soll. Aber nee, das sind zu viele. Wir bleiben im Dungeon und verbarrikadieren ihn jetzt mal eben. Okay. Das Ding kommt weg. Dafür gibt es jetzt hier diese gute Tür, bevor die hier durch können, baue ich noch mal hier auch eine Falle hin. So, in diese Richtung kommt man nicht, aber hier könnte man trotzdem noch eine Truhe hinsetzen. Hier eine. So, jetzt den anderen. Hier diese Tür weg. Diese Tür hin. Machen wir mal hier einen Erker und hier einen Erker. Hier einen Erker, dann kommt eine weitere Tür hier hin. Hier ist noch gar keine Tür, das ist gut. Bauen wir jetzt hier so ein paar Wege hinein. Ganz viele Truhen, die aktiviert werden können. Weil so viele Truhen kann dieser Bade gar nicht entschärfen. 6 Minuten. Ich habe noch 3:42. Sollte vielleicht noch einen Schnodderling da holen. Ah, scheiße, jetzt habe ich nicht auf Schnodderling, sondern auf den. Kann ich nicht? Nein. Unser kann nicht verbessert werden. Ich hätte den Schnodderling besorgen können. Na egal. Ich hoffe, dass alles aufgebaut werden kann. Könnte ein bisschen überdimensioniert sein, aber ich wappne mich jetzt davor, dass sie hier hinkommen. Mal sehen, wie viele hier hingebracht werden. Ja. Genug von dem Zeug habe ich ja. Aber die Türen müssen natürlich auch. Es ist Zahltag. Und natürlich schützende Toren vor dem wichtigsten Bereich. Meinem. Oh, jetzt habe ich gerade aus Versehen den Dings geschützt. Mach ich mal ihn wieder weg. Auch nicht. Vielleicht kann ich ja die hier ein bisschen beschleunigen. So, OK.
Okay. Wo ist denn der Typ? Auf dem Weg dorthin. Drei sind auf dem Weg dorthin, okay. Hier ist auf jeden Fall die Tür schon mal. Da kann ich hier noch die... Nein. Fallen hinstellen. Die tun. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, bevor ich alles aufgebaut haben muss. Das sieht doch gut aus. Dann sprengen die sich erstmal selber weg und dann klappt das. Hier oben steht schon alles. Es sind nur drei Truhen. Kann ich ja noch eine hinsetzen. Und vielleicht hier. Hier in den Gang. Mit auf jeden Fall vielleicht hier noch. Der, die denn das Ding abbekommen. Ja, hier hinzugehen bringt halt nicht so viel. Kann ich, nicht genügend Gold. Alle sind ja dabei, die Fallen aufzubauen. Viel wichtiger. Goldabbau kann auch viel später passieren. Aber ich habe schon zu krass abgesichert hier. Die Hochzeitsgesellschaft war vollzählig. Kurzerhand beschloss diese zur Feier des Tages, den nahen Dungeon anzugreifen. Den Dungeon des ultimativen Bösen. Das Böse kicherte innerlich und machte sich für die anrollenden Angreifer bereit. Okay. Mal schauen, ob die in 8 Minuten hier sind. Okay, die erste Variante kommt. Wehrt den Angriff ab. Ich muss gleich auch mal auf Toilette. Ich hoffe, dann kann ich den Angriff auch abwehren. Hoffentlich kommen jetzt nicht noch 3, 4, weil das da stehen hat noch ein paar. Die kommen durch den unten rechts. Okay, der ist der am schwächsten gesicherte. Könnte man noch vielleicht ein hier. Und vielleicht ein bisschen Teer noch. Hier hin. Und hier hin. Hätte noch ein paar mehr Fallen bauen können, aber die sind schon so schön effektiv. So. Hätte die doch mal hier rumgekommen. Wo ist denn derjenige, der das hier aufbaut? Ist der etwa weg? Was machen die denn da? Okay, die entscheiden sich doch nach links zu gehen. What? Ah, weil die da nicht durchkommen. Alles klar, ja, links ist ja auch kein Problem hier. Das ist ja total easy. Easy peasy. Wir hier noch ein bisschen Teer hin. Aber ich denke, sind noch mehr von diesen Angriffen bei uns auftauchen. Aber wir sind da ja vollständig für gewappnet hier. Jetzt kommen sie.
kein Problem hier. Gar kein Problem. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay, die sind recht schnell. Aber die sind schon angelockt. Sind vier jeweils. Ich weiß nicht, ob die das bei allen hinkriegen. Einen haben sie zum Beispiel schon vergessen. Wir sind jetzt ewig erstmal dabei, das Ganze zu fixen. Bauen wir hier auch noch ein Schleuderdings vielleicht schnell hin. Irgendwo. Reißen wir mal die Truhe ab. Es ist Zahltag. Und eine Schleuderteil hin. Mit hier vielleicht noch Teer. Dann kommen die da nämlich nicht so schnell lang. Ich glaube, die werden hier für immer sein, um die versuchen zu fixen. Dann ist mal lustiger. Okay, gut, brauche ich gar nicht. Aber trotzdem werfe ich mir jetzt ab. Explodiert jetzt alles selten. Nice. Wie witziger. Viel besser, oder? Nach dem Angriff versuchen sie wieder hier alles zu reparieren und zu fixen, aber ein paar, die werden jetzt hier vorne vernichtet von dem Teil. Hoffe ich jedenfalls. Mal gucken. Das gut. Ah, warte mal, wir bauen hier noch schnell eine Falle hin. Einfach nur, weil es geht. Hier hinten geht keine mehr hin. Wir erledigen gerade meine Schneiderlinge, oder? Die erledigen sich jetzt gleich hier vorne. Nee, doch nicht. Sie werden nicht attracted. Schade. Aber sie kommen da auch nicht raus. Beobachte gerade nur. Ich greife noch nicht ein. Ich will noch sehen, dass sie sich selber vernichten. Jetzt reicht's mir so langsam. Ja, warte. Aber die werden nicht erledigt davon. Gut, dann müssen wir die halt selber erledigen. Sonst werden sie dafür immer versuchen, alles zu fixen. Komm, lass sie nicht abwerfen. Erledig die mal hier. Wenn die schon die ganzen Zauberer erledigt haben. Gegner. Also die gehen einfach mal. Ja. Who cares? Die große Offensive der Allianz war gescheitert. Ja. Die Kreaturen des abwehrenden Bösen jubelten.
Das ultimative Böse fand solch ein Verhalten zu kitschig, gab einigen feiernden Schnodderlingen eine warnende Ohrfeige und begann mit den Vorbereitungen für einen Angriff auf die Hochzeit. Ja, das mache ich in der nächsten Folge, weil ich muss nämlich unbedingt auf Toilette. Und deswegen... Die ausrückenden Hochzeitsgäste ließen König Joffrey in der Sicherheit seines Schlosses zurück. Doch war die Anzahl der Wachen verhältnismäßig gering. Dies war die Gelegenheit für das heimtückische Böse, Vater und Sohn wieder zu vereinen. Im Tode. Gut, das wird unsere nächste Aufgabe in der nächsten Folge sein. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich hoffentlich wieder.